Ey, hier ist der Tresor mit Zeitschloss und gleichzeitig auch noch der Störturm. Wir könnten versuchen einfach geradeaus durch. Ja. Rechts und links Spawnpunkte, aber schon direkt jemand am Schießen. Ja, da. Ich habe hier keine Deckung. Oben auf dem Dings drauf. Der kam irgendwie leicht zeitverzögert, oder? Wenn das der Spawn von der Ecke ist, lass uns noch mal kurz hingehen, weil dann hat er hier nicht gelootet. Eventuell ist hier noch schickes Loot, das nehmen wir gerne mit. Da sehe ich schon Champs. Dieses Geglucker immer, wenn man die Chemikalien aufnimmt. Keine blaue Box, nix. Nix. Da, doch, hier noch ein bisschen Nahrung. Nahrung nehme ich ja jetzt immer mit wegen XP. Gerade bei Doppel-XP lohnt sich das dann. Gluck, 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 gluck. Ja, was die Regenjacke da gerade gemacht hat, das war ja auch wieder mal so typisch Anfängerfehler. Also ich kann's verstehen, dass man natürlich, wenn man so, ich mache das ja auch gerne, wenn ich von Apex komme oder so, dass ich dann hier rumspringe und denke, ja, pushen, pushen, rennen, rennen, einfach so. Weil bei Apex geht's auch oder bei anderen Spielen. Auch zum Beispiel, wenn man jetzt von Fortnite kommt oder so. Da slidet man den Abhang runter und aimt auf den Gegner, umrennt ihn und so weiter. Aber es ist bei Vega einfach so viel anders und schwieriger, so zu agieren, movement-technisch. Ja, dass man doch schon eigentlich vorsichtiger spielen sollte. Macht man dann aber eben öfter mal nicht, auch ich nicht. Hat eigentlich auch nichts mit Anfängern zu tun, sondern einfach mit der Stimmung, wie man hier reingeht. Das kann raus. Weg damit. So, hier ist Zeltlager. So, Störturm wurde genutzt. Der ist gleich hier vorne. Der stand hier so. Genau. Ja, da direkt. Also, da muss jemand sein. Lass uns das mal ein bisschen angucken hier. Ein bisschen näher rangehen. Ping bringt jetzt nichts. Ah, er ist beim Tresor. Okay, alles klar. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Haus der Tresor war. Aber ich höre ihn schon. Durch Schild durch, habt ihr gesehen? Ich weiß halt nicht, wo der Tresor ist, verdammt. Ist er in diesem Gebäude hier? Oder ist er drüben? Steht er vorne auf der Veranda? Ich höre ihn. Hat ihn schon genommen, oder? Er hat eine Bombe hingebaut. Ja, die zischt. Hier drin.
Schade, ich dachte, ich könnte ihn damit ein bisschen bewegen. Dass er sich bewegt. Wo sitzt der denn? Da liegt die Bombe auf jeden Fall. Die ist nicht mal... Ja, der hängt doch da in der Ecke oder was? Oder wie oder was? Hey! Hä? Hä? Ach, da. Wow, 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 wow. Was ist los, Alter? Meine Energie, ey. Dankeschön. Da war der Bigger God auf meiner Seite. Ah, ich habe mich schon sterben sehen, aber nope. Und das meine ich, das war jetzt auch wieder so sinnlos da reingepusht. Einfach nur mein Glück, dass er irgendwie mich nicht hat killen können. Mit der Pumpgun. Die Panzerplatte hat mich gerettet, würde ich sagen, oder? Und dass ich einfach Dauerfeuer drauf gemacht habe. Wieso habe ich jetzt hier keine Munition? Was ist los? Hä? Hat er seine Muni leer ge... Ronald McDonald X. Alles klar, mein Freund. Dann nehmen wir die Bugle mit. Tresor ist ja auch schon, ne? Das Tape haben wir. Ein Ping. Warte, warte, warte. Jetzt ganz entspannt bleiben. Krass. Der nächste ist schon da. Schade, dass man hier nicht aufs Dach... Oh, hier ist die Strahlung. Hier ist meine Strahlung. Schade, dass ich hier nicht aufs Dach komme. Oh, warte mal. Was kann man denn... Kann man hier so drauf? Moment, das kann man bestimmt. Anstatt den Gegner jetzt zu pushen, fange ich hier wieder an, Spielereien zu machen. Aber ich will jetzt wissen, kann ich auf diese Seite hier drauf? Yes. Warum ist hier... Ausgerechnet da Strahlung. Okay. Ist aber nicht in meinen Radius gelaufen. Jetzt. Ja, der Gegner muss jetzt irgendwo sein. Wenn er mein Störer gelaufen ist. Schön. Da. Ping, 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 bevor gleich jemand hier mich überrascht. Also entweder versteckt sich jemand oder der nächste ist da oben. Airdrop liegt auch schon auf der Map. Okay. Boah, die erste Regenjacke, die erste Nicht-Regenjacke. Gut bepackt hier, wow. Moment, weg, weg. Schlüssel. Benzin. Draht. Weg. Von ADR besser zum Verchecken, oder? Wir nehmen die mit. Können wir verkaufen. Warte, dann packen wir da noch schnell die Munition rein. Dann haben wir die auch safe. Boah, Schatz ist hier. Da komme ich doch her eigentlich. Ja, dann los. Dann holen wir uns jetzt eben den Schatz. Und dann gucken wir mal, was noch passiert. Wir haben auch noch einen Pen bekommen. Aha, aha, aha.
Ich hoffe, der Schatz ist noch da. Mal schauen. Aber ich glaube schon, hier war keiner. Der war bestimmt auf dem Weg dahin. Mit seinem Schlüsselchen. Hier ist er. Mhm. Yes. Sehr geil. Okay, 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 okay. Warte mal. Wir schmeißen die zwei Nahrung raus. Und wir packen hier auf jeden Fall das. Das will ich auch mitnehmen. Warte, was löschen wir? Und die anderen? Ich wollte eigentlich Nahrung für XP. Ein Stack wäre schon nicht schlecht. Dann... Der ist noch nicht richtig voll. Den hauen wir raus. Und dafür nehmen wir das mit. Ja. Ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. So. Jetzt noch Airdrop. Ja, auf jeden Fall. Habe ich Bock drauf, jetzt hier noch die grüne Kiste noch mit nach Hause zu schleppen. Mal gucken, ob das klappt. Ich hatte ja gerade jemanden gepinkt sehr weit oben. Wo ist eigentlich... Ja, wir könnten auf jeden Fall eigentlich da mal hin. Und das abchecken, oder? Da ganz hinten ist auch noch das Safe House. Ja, okay, jetzt nicht lange stehen bleiben. Jetzt machen. Ich hoffe, der Airdrop ist nicht verstrahlt. Von wo kommt die Strahlung? Von unten? Ja, 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 perfekt, okay. Okay, jetzt müssen wir aber... Wir haben kein Koffein. Schade. Koffein wäre jetzt echt richtig gut eigentlich. Oh mein Gott, da ist noch jemand. Oh mein Gott. Oh, gut, dass ich nicht das Adrenalin gepusht habe und dahin gerannt bin. Dann hätte ich vielleicht, wäre ich vielleicht direkt in die Arme gelaufen. Geht schon los mit der Strahlung. Ich weiß nicht, ob ich den Airdrop noch bekomme. Ich muss, glaube ich, raus. Ja, ich glaube, ich muss raus, Alter. Aber, ja. Wie viel Jod haben wir denn? Okay, wir pingen jetzt erstmal nochmal schnell. Wo ist der Typ? Er will sich den Airdrop holen. Habe ich Jod? Wie viel? Eins. Ach. Komm, egal. Lass den Airdrop. Ich will nicht alles verlieren. Die Runden sind so schnell rum, ey. Auch wenn man immer alles Mögliche will, man kann nicht immer alles bekommen. Es ist auch eine wichtige Weisheit allgemein. Nicht nur bei Vigor. Deswegen. Und dann ist da gleich der Airdrop verstrahlt oder sonst irgendwas. Wir gönnen dem Typen das. Weil die Wege sind lang. Ich mache diesen Fehler ja auch manchmal, dass ich das alles unterschätze. Auf Safe gehen, auf jeden Fall. Ich meine, mein Rucksack... Oh, upsi, mein Rucksack... Gleich noch hier Suicide. Mein Rucksack ist schön voll gefüllt. Passt schon. Wir haben gut gekämpft. Wir haben den Tresor und den Schatz. Und guck mal hier. Ich krieg's mal so gerade hin, das Exit zu erreichen. Mit einem Jod noch. Ich hätte es niemals mehr geschafft, da noch dem Abrufträger hinterher, noch ein Battle und so weiter. Ich wäre einfach in der Strahlung draufgegangen und er vielleicht auch. Ja gut, er schafft's noch. Ja gut, okay. Er rennt ja der Strahlung davon. Aber er hat auch einen kleinen Vorsprung. Alles gut. Alles richtig gemacht. Top-Runde. Vielen Dank. Geiles erstes Game in diesem Livestream heute. Perfekt. Gut, dass ich mich entschieden habe, mit Waffen reinzugehen und nicht Zero to Hero zu machen.
7000er Beutewert ist gut, 3 Kills ist sehr gut, XP wird sich auf jeden Fall jetzt deutlich daraus viel XP, was für ein Satz, es wird auf jeden Fall jetzt viel XP geben, 15.000, yes, das ist gut, das ist gut.